Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Idle Theme Park Tycoon. So, Investor Johnson ist schon wieder beim Einloggen aufgetaucht. Mal gucken. Er möchte, glaube ich, dass wir eine neue Insel bauen. Schauen wir mal. Werfen wir einen Blick auf die Karte, sagt er. Erstmal machen wir die Buttons weg. Ah, geht nicht, okay. Dann schauen wir mal. Tropische Dschungelinsel. Bis zu dreimal mehr verdienen, ne? Das klingt doch gut. Ah, okay, auf der neuen Insel muss man komplett von vorne anfangen, aber alles lukrativer. Mal gucken, ob wir das sofort machen müssen oder. Na, das machen wir erstmal noch nicht. Bauen wir erstmal unseren normalen Park aus. Oh Gott, der Parkplatz. Ich habe mal außerhalb des Videos ein paar Stufen hier Parkplatz dazu gekauft, aber ihr seht schon, das ist. Der Andrang ist ja so gewaltig hier, dass ja, die kommen ja gar nicht klar. Na gut, schauen wir mal, wo waren wir denn stehen geblieben? Erstmal machen wir das Ausrufezeichen weg, können wir nicht. Erstmal mal kaufen, okay. Was sagen denn unsere Aufgaben? Hier ist ein bisschen was, haben wir abgeschlossen. So, okay, was wäre denn das nächste? Bauen eine Achterbahn. Okay, alles Achterbahn basierend. Wo ist denn die Achterbahn? Waren Fahrgeschäfte nochmal? Freizeitpark. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? War das hier? Ah, okay, bauen. Achterbahn 100.000. Machen wir mal. Da ist sie. Okay, cool. Mission abgeschlossen. Nehmen wir mit. Weiß ich immer noch nicht, wofür diese Münzen gedacht sind. Mal sehen. Okay, Achterbahn, Achterbahn. Verbessere Schießstand auf 300. So, aber erst gucken wir mal in unsere Statistiken, was hier los ist. Alles rot. Überlegt, versuchen wir erstmal das Rote ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das bedeutet, freie Parkplätze ist klar. Aber das ist klar, wenn die nicht in den Park kommen, dann versuchen wir uns mal um die Warteschlange zu kümmern. 55 sind in der Warteschlange. So, schauen wir mal. Warteschlange, okay. Genau, die ersten paar Schalter sind günstiger als die folgenden, glaube ich. Also versuchen wir mal erst die ersten paar auszubauen oder ein bisschen gleichmäßig oder so. Mal sehen. Gucken wir mal, das ist am günstigsten. So. Jetzt sind wir hier schon bei 100. Machen wir mal alle über 100. So. Statistik. Warte, Schlange ist natürlich immer noch voll. Trotzdem weniger. 15, 15. Nee, hat sich nicht viel getan. Machen wir mal hier auf 10. 300. Machen wir die mal alle über 300. Oh, Geld haben wir immer noch genug. Wenn wir ein bisschen einsammeln hier. Toilette bildet sich auch schon eine Schlange, da können wir mal was machen. Verbessert die WCs, Zeitaufwand.
Erhöht die Anzahl der Besucher. Okay, drei Besucher können hier rein. Gucken wir mal, dass sie schneller haben auf Level 5. So. Also die müssen immer noch anstehen. Warteschlange 10. WC ist 3 von 8. 4 von 8. Sind das die, die besetzt sind? Oder 8 maximal können wir machen und 4 haben wir. Blick hier noch nicht so richtig durch. So, 3. Und jetzt sind alle besetzt und stehen immer noch einer nur an bisher. Machen wir das auch gleich so, jetzt beides 100. Dann beobachten wir das mal, ob sich da eine Schlange bildet. So, okay. Parkplatz darf man gar nicht hingucken, da das sich. Oh Mann. So, hier läuft alles. Parkplätze haben wir ein paar frei, aber die Warteschlange ist Katastrophe, da müssen wir noch mal Hand anlegen. 2,5 Millionen kosten weiterer Schalter, das lassen wir erstmal. Machen wir mal hier alle über 500. Oh. 4 von 8 Schaltern. Da tut sich ja kaum was, ey. Warteschlange 44, 45, 49 steigt und steigt. Gucken, oder vielleicht kommen die auch mit unseren Geschäften nicht hinterher hier. Nö, hier drinnen gehen. Wohl beim Schießstand ist eine ganz schöne. Was geht noch? Na, so richtig steige ich hier noch nicht durch. Na gut, erhöhen wir hier noch ein bisschen. Geld haben wir erstmal genug, dann machen wir jetzt hier gleich auf 1000. So. Was tun wir hier eigentlich rein theoretisch? Müsste schneller gehen, die Zeit erhöhen wir, ne? Reduziert den Zeitaufwand. Ja. 13,5 Minuten. Alter 1. Da müsste eigentlich am schnellsten gehen. Aber ist immer voll belegt. So, gehen wir nochmal richtig ran hier. So, machen wir gleich auf 2 jetzt. Na gut, das wird immer teurer, so viel bewirkt das gar nicht. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay. So, jetzt machen wir aber erstmal den Schießstand hier ein bisschen. Erhöht die Ticketpreise. Das bringt uns nicht viel. Level 300 können wir erst die Sitzplätze erhöhen und die sind richtig teuer. Machen wir erstmal die Warteschlange ein bisschen. Welches Level haben wir denn jetzt hier? Sieht man das irgendwo? Warteschlange 17. Machen wir mal auf 20. So. Das ist ja wirklich marginal, was das bringt. Sieht man ja kaum was ein Unterschied. Aber die Warteschlangen sehen schon besser aus. Ah, schon mal gelb. Okay, wie sieht hier die Warteschlange aus? Warteschlange 8. Oh, aber die sind schon wieder voll. Hier müssen wir, glaube ich, als nächstes die Sitzplätze erhöhen. Aber hier sollten wir sowieso auf 300, glaube ich. Achterbahn, Achterbahn. Ich stand 300. Mama. Falls wir uns das leisten können.
Na komm. So, 300. Alles klar. So, beobachten wir mal. WC hat sich gut gelöst. Ja, die Warteschlange A hat sich auch geholfen, unsere Investition. Warten wir mal. Aber hier, die Warteschlange ist immer voll. Ich glaube, hier brauchen wir die Sitzplätze. Also 2,5 Millionen, da kommen wir erstmal nicht dran. Gut, also Aufgaben, hier können wir was abholen. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Münzen hier bringen. Maler Spielzeug kostet 100, Spielzeugautomat. Versuche dein Glück hier. Normaler Spielzeugautomat, um mehr und bessere Figuren zu sammeln. Was sind für Figuren? Okay. Kam der jetzt aus dem Pokéball oder wie? Dicker Dämon. 5 Fragmente, Level 1. Reduziert die Verbesserungskosten für Achterbahnen um 10%. Ah, okay. Heute die Geschwindigkeit von Riesenrad. Ah, okay, das sind so kleine. Wie viel kriegt man denn jetzt hier davon? Reduziert die Kosten Sitzplätze. So, genau hier. Episch und normal, okay. Alles klar, jetzt wissen wir, wofür die sind. Sehen wir unsere Figuren eigentlich irgendwo? Also muss ich dann mal, oder? Hier, das sieht doch so aus. Ah, tatsächlich. Figuren erhalten. Ah, okay, so geht's auch. Okay, cool. Ah, hier kann man ein bisschen Figuren sammeln. Also, ob das so rechtmäßig in Ordnung ist, dass die aus einer Art Pokéball kommen. Naja. So, okay. Es läuft alles hier. Als nächstes die Achterbahn sollte man machen, glaube ich. Das Achterbahn. Und dann sind wir schon auf die neue Insel. Gut. Kommen wir nochmal ein bisschen in die Statistiken. Freie Parkplätze, okay. Warteschlangen. Achterbahn ist nicht profitabel. Riesenrad geht so. Okay, das ist einfach nur die Verbesserungsstufe hier, die Sterne, glaube ich. Auch so tief braucht man die Statistik noch nicht eintauchen. Die Warteschlangen sehen gut aus. Ein Parkplatz, da gucke ich nicht hin. 2,5 Millionen kriegen wir jetzt nicht zusammen. Dann kümmern wir uns mal um die Achterbahn. So, verbessern oder Warteschlange, können wir uns noch ein bisschen was leisten. Moment, falscher Button. Verbessere Achterbahn auf 100. Suchen wir mal. Aber nicht, dass wir uns das leisten können. Oh doch. Okay, die ersten paar Stufen sind relativ günstig. Machen wir mal auf 100. So. Okay, super. Können wir nochmal eine Belohnung abholen? Was kriegen wir? 50.000. So, als nächstes werden wir hier ein paar Leute mitfahren lassen. Dann sollen wir auf die neue Insel und ein bisschen Essensstände einsammeln. Gut, super. Haben wir doch wieder einiges vorangetrieben hier. Dann schauen wir mal.
mal in einer der nächsten Folgen dann schon auf die neue Insel gehen oder ob wir hier noch ein bisschen optimieren. Gut, alles klar. Dann schönen Dank fürs Zusehen und bis denne.